Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Hallo. Hi. Du bist gerade ein bisschen beschäftigt. Ah, das nervt ein bisschen, Dominik. Und die Typen, wie können wir die loswerden? Bitte. Der da unten, also, dass die einfach nicht wiederkommen. Ja, dass die... Also, wo hier einfach hin und dann kann man machen, dass man hier beginnt so ungefähr die Ebene. Hm. Ja, ich stehe die Ebene. Muss ja auch nicht die Treppe komplett bauen. Ja, ich soll schon so weit laufen. Höchstens kann. Bis da. So. Guck mal, funktioniert. Ja. Hier bauen wir eine Treppe hoch, oder? Ja. So. Ah, da kann man dann hoch. Ja. Lukas, hast du immer weiter ausgeleuchtet? Ja, hab ich. Das ist gut. Es nervt. Weil ich nur noch 13 Leben hab. Zack, und dann hier die Ebene weiter. Ja, müsst ihr mich mal ein bisschen beschützen. Bald die Vorbereitung abgeschlossen. Jawohl. Der hat ein Fragezeichen im Kopf. Ja. Ja, das liegt an meinem Schwert. Wenn ich jetzt hier so. Jo. Wenn ich jetzt hier so weiterbaue, dann ist ja irgendwann die Lava ja hier als Ebene. Oder? Bau einfach weiter, bau einfach einen weiter. So, warte, ups, nee, warte, das ist zu viel Platz dazwischen. Mach mal das Loch ein bisschen kleiner. Ja, so einfach. Da bekommt man noch keinen Schaden oder so. Nee. Oh, die Viecher bloß nicht tot, Dominik. Hey, ich hau doch hier schon rum. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Gut, das sollte jetzt eigentlich auch reichen, oder? Nein, hier wird weitergebaut. Lukas! Ja. Du stehst. Wer macht was? Ich würde sagen, das war's, oder? Ich weiß nicht wie. Ich glaube nicht, dass das irgendwie 100 Meter Feldweg. Wir haben zweimal das Ding, also wir können ja das Ding machen und dann sehen wir, ob es zu wenig ist. Na gut. Ja. Ah, scheiße. Na gut, ich gehe den schnellen Weg. Ja, es geht ja nur in die eine Richtung, ne? Ja. Hä, was ist das denn hier? Hier sind an der einen Stelle 5 Fackeln auf einen Haufen. Ja, ich weiß. Aber da sind noch zwei Stellen, die nicht so gut ausgeleuchtet sind, Alter, du.
Mann, ich bin einfach gelaufen und hab ein paar Fackeln hingesetzt. Alter, nein, das... Uhaha. Du willst doch wohl nicht, dass das ordentlich aussieht. Nein, aber ich will, dass das überall ausgeleuchtet ist und nicht, dass an einer Stelle vier Dinger sind und kurz daneben ist es nicht so gut ausgeleuchtet. Ja, hier kann man gut laufen. Sogar auf dem Rückweg. Bloß an der einen Stelle. Da ist er ein bisschen. Naja. Ja, wir haben kaum noch Leben, aber sonst ja, alles klar. Ach so, na dann warten wir erstmal. Oh. Du musst wieder darauf achten, dass er aber links von dir da reinschmeißt, ne? Ja, nee, ich weiß, wie ich es machen muss. Ach stimmt, wir sind ja schon da. Ups. Da war ein kleiner Vogel, den habe ich nicht gesehen. Das ist das Dumme. Wenn man einmal kurz die Hände von der Tastatur nimmt, wird man natürlich gleich angegriffen. Ist klar. Aber die Wohnung hat Tom wirklich viel zu hoch gebaut. Ja, kann ich auch. Sagen wir, rufen den jetzt mal. Ja, kannst du machen. Mein Gott, Alter, das ist so. Vielleicht haben wir noch alle fünf Dynamenteile zerstört. Jetzt auf die fetten Augen. Wenn der keine Laser mehr schießen kann, dann haben wir eigentlich. Kann uns als Fernkämpfer nichts mehr wirklich aufhalten. Oh Gott. Nein! Na Leute, wartet mal da. Wir haben es besiegt. Ja, wir aber geschafft. Wartet dort mal, das Ding noch nicht zerstören. Ah ja, das ist jetzt ein Geist. Was ist das da? Das ist ein Geist, das ist jetzt, weil wir jetzt im Hard Core Modus sind. Das Ding mal noch nicht zerstören, ich komme gleich wieder. Noch nicht Oh, Lukas! Alter, Lukas! Was denn? Nicht zerstören das Teil. Er sagt noch nicht zerstören und du machst es instant kaputt. Ja, das war ja in dem Moment, an dem ich meine Spitzhacke rausgeholt habe. Was kann ich denn bitte dafür? Ich habe schon zweimal davor gesagt. Jo, ein Geist, Alter. Kannst du mir aber dann die Sachen auch rausgeben? Wenn du da schon alles aufgesammelt hast. Weil das sind einige Sachen, die ich zeigen muss und erklären muss, was dazu. Ja, das läuft doch hier gut.
So, die ganzen Sachen hat bestimmt jetzt der Lukas. Ja, was willst du da haben? Alles, am besten. Ja. Mhm. Alle Items, die du bekommen hast. Was haben wir denn hier so? Das müsste zum Beispiel ein fetter Hammer gewesen sein. Ja, ein Pivenhammer oder sowas. Oder hier. Der Pfumhammer. Was? Obsidian krank höchstens noch, aber sonst habe ich jetzt nichts. Der Hammer ist eigentlich das. So, dann gehen wir zurück. Das? Mit dem Hammer. Ja, Leute, das war Wall of Flash. Ja, wir machen die gleich nochmal. Ja, aber sonst. Was kann der Pfiffenhammer? Der Pfiffenhammer? Der Pfiffenhammer kann Dämonenaltare abbauen. Ah, geil. Und sobald man die abbaut, kommen nämlich neue Erze, die jetzt auch schon einmal gekommen sind, hat man gesehen. Das kann der Pfiffenhammer. Ich werde aber erstmal. Hat einer ein Lagerfeuer? Nein. Lol, was kommt denn jetzt hier auf einmal für Viecher an? Ja, wir sind jetzt im Hardcore-Modus. Ach du Scheiße. Das heißt neue Gegner, neue Biome und alles neu. Na gut, ich gehe dann mal nach oben. Hä, wieso? Wir machen jetzt eine Wall of Flash noch einmal. Ach so, okay. Hörst du nicht zu oder? Irgendwie nicht. Ich würde gerne vorher nochmal, Lukas, du bist angegriffen. Ja, merke ich gerade. Mein Gott. Ohne Witz, die Fledermäuse nerven so mega. Oh, der Weltenspeiser ist jetzt schon hier unten, Alter. Ich bin gleich tot. Ja, deshalb, wir sollten erstmal ein bisschen Leben regenerieren. Deshalb frage ich auf einen. Sonst, nee, lass uns wirklich erstmal nach oben gehen. Ne? Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Oh, ich bräuchte eigentlich noch. Naja, egal. Ich mach mir erstmal Meteorit. Axt. Ja, Hammaxt. Jetzt gibt's eigentlich auch neue Erze, das heißt, wir können irgendwann mal in eine Höhle rein. Ah, ich sehe schon was, guck mal da. Können wir noch nicht abbauen. Können wir noch nicht abbauen. Auch ein neues gewesen. Auch ein neues. Aber hier oben war doch irgendwo ein Dämon, Alter, den kannst du auch mal abgleichen, Mann. Doch nicht den, den bei uns ist. Wir gehen in die Hölle, ins Dämonengebiet und bauen davon ein paar ab. Weil den werden wir jetzt gebrauchen dafür. Was ist das? Palladium. Palladium, kannst du mir denn geben, die neuen Erze alle denn nachher? Ja, die neuen Typen machen auch gar nicht mal so unwesentlich Schaden. Ja, das heißt ja jetzt auch nicht umsonst Hardcore-Mode. Dachte. Lol, wo ist denn der Guide? Rat mal, wir haben seine Voodoo-Puppe gerade in Lava geworfen, der ist tot. Ah ne, hier ist er. Dann ist er schon wiedergekommen. Weil er stirbt dann, sobald man seine Voodoo-Puppe reinwirft. Mhm. Oh mein Gott. Das und dann kehrt er zurück als Wall of Flash. Ja. Ich hab eine verfluchte Flamme, aber ich auch noch.
Ja, die kannst du denn reinpacken. Die kommt bei... Die kommt ganz oben rechts rein. Ach toll, der Guide hat sich mal wieder mein Zimmer ausgesucht. Dann setz ihn in eins der unteren. Was bist du hier? Wer hat von euch Palladium, dieses komische Palladium-Erz? Palladium habe ich, ja. Gib mal her. Sehr gut. Was ich hier noch alles für ein Krempel hab, ey. Du denn hier? Ab. Fisch, geh weg. Mechanischen Wurm habe ich auch, ne? Du hast einen mechanischen Wurm. Ja. Ruf den Zerstörer. Nein. Nein, das machst du auf keinen Fall jetzt. Nein, mache ich auch nicht. Naja, du hast da so ein Händchen für. Was? Na, ist so. Pack das Ding mal rein, bei wo die Monster sind, also beim Geld ganz unten. So, jetzt erstmal mit allen Händlern reden. Es kann nämlich sein, dass die jetzt im Hardcore-Modus verkaufen einige neue Sachen. Nein, der hier hat nichts Neues. Doch, die, das Archäologen-Zeug da. Mir ist ja kein Archäologen-Zeug. Der verkauft Golddust. Golddust brauchen wir erstmal noch nicht. Der Waffenhändler hat jetzt Schrotbinde und Empty Bullet. Warte, ich guck mal gleich. Ich nehme mal ein bisschen Gold mit. Jo, geil, die eine hat hier jetzt auch noch Raketen, wie geil. Ja, die kaufst du jetzt in nichts. Nein, mach ich auch nicht. Aber die kann man ja nicht wissen. Der hat Schwarzpulver jetzt, der eine. Der Explosionstypi. Der Maler hat ganz viele Wallpaper jetzt. Ach, man kann jetzt auch verschiedene Arten von leere Patronen, okay. Ja. Oh, sieht scheiße aus. Ah, Quatsch, ich. Mein Typ sieht geil aus jetzt. Ich bin der Magier. Warum habt ihr jetzt beide eigentlich so ein. Dieses. Das mit dem Hochfliegen? Ja, weil wir die Schuhe und die Raketenschuhe und die Hermesschuhe zusammengepackt haben. Ja, auch keiner. Gehen wir ins Dämonengebiet, Leute. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir gehen nächste Folge ins Dämonengebiet. Na dann erstmal tschüss. Tschüss.